Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist Evoli-C Day. Wobei, nee. Ihr seht das Video wahrscheinlich noch davor. Aber egal, heute ist Evoli-C Day. Und dementsprechend entwickelt und max ich mir einen Nachtaga. Entwickelt habe ich schon eins, aber das war richtig low level. Ich habe damals einfach einen 100er entwickelt, weil damit ich den habe als 100er Nachtaga. Aber jetzt, wo ich alle auf Max pushen will, bin ich in letzter Zeit mit einem Evoli gegangen. Ich blende es hier nebenbei ein und habe das dann entwickelt zu einem Nachtaga, weil ich den noch maxen muss. Weil das der letzte von den Evoli-Entwicklungen ist, den ich noch nicht auf Max habe, auf 100%. Und ja, so wie es aussieht, Evoli-C Day gibt es die 2.9 aus Gen 4 noch nicht. Aber auch so wird der Evoli-Day ziemlich saftig. So, schauen wir uns mal die Weiterentwicklung an. Man kann wahrscheinlich nicht Evolutions eingeben. So, das sind meine Evoli. Oh, ich habe noch eine Menge Evoli. Die muss ich eigentlich alle verschicken. Die nicht 100er. Weil morgen fangen wir eh genug. Die habe ich mir halt aufgehoben, weil ich zu viele Bonbons angesammelt habe und die dann wieder losbekommen muss, indem ich die weiterentwickle. So. Mal schauen, ob das funktioniert. Weil alle Entwicklungen enden ja mit Eon. Wahrscheinlich muss ich hier noch irgendwas angeben. So, hier nochmal ganz kurz alle Entwicklungen. Flamaga 100% Max. Okay. 2904. Dann Aquana 3157 Max. Blitzer 100% auf Max 2730. Und Psyana genau 3000 auf Max. So. Jetzt fehlt nur noch Nachtaga. Ah, wieso verschreiben wir uns so oft? Das ist der, den ich hatte. Ziemlich low. Und jetzt ist das der, den ich neu entwickelt habe. Und ja, maxen wir den mal. Nochmal kurz der IV-Check für euch. Bester Satz, KP, Angriff, Defense, 15. Das war eigentlich mein höchster, den habe ich jetzt einfach so genommen, weil um Sternstaub zu sparen. Ihr seht, der ist fast am Ende. Aber ihr seht auch, nach Tage kommt leider nicht so hoch. Ist von allen der niedrigste, WP-technisch. Aber trotzdem solides Pokémon. Und Shiny sieht er am besten aus. Ich habe ja das Video zum Evoli-C Day gedreht und da gefragt, welche Shiny-Entwicklung von Evoli euch am besten gefällt. Und die meisten haben Nachtaga geschrieben. Mir persönlich taugt Nachtaga auch am meisten. So, der kommt ganz knapp über 2000. Das ist schon echt schade für so ein mächtiges, prächtiges, prachtvolles Exemplar. Aber ja, das ist halt schon echt heftig, der Vergleich. Zum Beispiel zu Aquana mit 3000 irgendwas. Psyana 3000 und der gerade mal so die 2000. So. Oh, einmal geht noch, glaube ich. Ne, das war's. Das war's. 11 Kilometer, 12 Kilometer gelaufen mit ihm. Durch den Trick. Ja. An sich kurzes, schnelles Video. Ich meine letzte Evoli-Entwicklung auf Max Pusche nach Taga. So. Abschließend kann ich euch nur viel Glück für den Evoli-C Day wünschen. Checkt nochmal das Video ab. Da gebe ich euch nochmal alle Infos zum C Day. Und das war's auch schon wieder von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.